Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um zeitsparendes Krafttraining. Und heute stelle ich dir ein 5-minütiges Brustworkout zum Mitmachen, bestehend aus verschiedenen Liegestützvarianten vor. Damit kannst du sehr effektiv die Brustmuskulatur, Schulter und Trizeps aufbauen. Jede Liegestützvariante wird 40 Sekunden am Stück durchgeführt, gefolgt von einer 20-sekündigen Pause. Und gleich geht es los mit der sogenannten Diamond Liegestütz. Bitte in Position gehen und Start. Ganz langsam sollst du jede einzelne Wiederholung ausführen. 4 Sekunden runter, unten eine Sekunde halten. Und in 4 Sekunden ebenso langsam hoch, wieder kurz halten. Und dann folgt die nächste Wiederholung. Das heißt, du machst pro Liegestützvariante 4 Wiederholungen à 10 Sekunden und konzentriere dich bei jeder einzelnen Wiederholung voll und ganz auf die zu trainierende Muskulatur, sprich Brust, Schulter, Trizeps sollst du spüren, insbesondere die Brustmuskulatur wollen wir hier aufbauen und natürlich auch den Trizeps. Also alles geben, das letzte Mal hochkommen und stopp. Jetzt kurze Pause von 20 Sekunden, hier gleichmäßig ein- und ausatmen, essentiell eine ausreichende Sauerstoffversorgung und in Position gehen. Jetzt kommt die negative Liegestütz, die Füße sind jetzt erhöht und Start. 4 Sekunden, wiederum langsam absinken, halten und langsam hochdrücken. Vollste Konzentration ist jetzt angesagt und langsam wieder absinken, spür deine Muskulatur und langsam wieder hochdrücken und oben auch ganz kurz halten. Die dritte Wiederholung von dieser Variante, unten halten, schön atmen und langsam wieder hochpressen, spür deine Muskulatur. Die letzte Wiederholung der Negativliegestütz, unten kurz halten und drück dich langsam hoch. Jawohl, stopp. Und 20 Sekunden Break. Achte hier immer auf deine Atmung, versuche möglichst entspannt zu sein. Die 20 Sekunden gehen natürlich sehr schnell vorbei, aber das ist auch das Ziel. Du kannst hier mit 5 Minuten sehr effektiv wirklich deine Brustmuskulatur, Schulter, Trizeps trainieren. Aber natürlich musst du alles geben. Und los geht's. Langsam absenken und halten. Und drück dich wieder hoch. Muskulatur anspannen. Jede Wiederholung zählt. Jede Sekunde zählt. Langsam absenken. Unterste Position halten. Wir wollen kontrollierte Ausführung und hochdrücken. Und die letzten 2 Wiederholungen der Knieliegestütz absenken, halten und ganz langsam wieder hochdrücken. Jawohl. Und jetzt das letzte Mal langsam absenken, statisch halten und wieder hochdrücken. Und 20 Sekunden Pause. Das war jetzt eher eine softere Variante, damit du nochmal Kraft tanken kannst für die letzten 2 Durchgänge, die jetzt gleich folgen. Noch 10 Sekunden Break. Jetzt kommt die positive reverse Liegestütz. Geht auch sehr gut rein. In Position gehen und Start. Langsam absenken. 4 Sekunden. Vollste Konzentration. Spür deine Muskulatur. Spür die Brustmuskeln. Und wieder die zweite Wiederholung. Absenken. Und halten. Immer kontrolliert. Das ist wichtig. Hochdrücken. Und du sollst bei jeder einzelnen Wiederholung die Muskulatur spüren und halten, unterste Position und drück dich hoch. Schön atmen dabei. Und jetzt kommt die letzte Wiederholung dieser Variante. Halten und langsam hochdrücken. Spitze. Und Break. 20 Sekunden. Das letzte Mal Pause. Nochmal Energie tanken, nochmal konzentriert. Jetzt kommt die ganz reguläre Liegestütz zum Abschluss, zum Auspowern, zum alles geben. Position 3, 2, 1 und absenken. Ganz langsam runter, halten die Position und hochdrücken. Nicht schneller werden
Versuch die langsamen Wiederholungen dieses Low Reps beizubehalten. Unterste Position bleiben, immer kurz, ganz wichtig. Und hochdrücken, ohne Schwung arbeiten. Der Muskel soll die Arbeit verrichten. Vorletzte Mal, vorletzte Wiederholung, runter. Nicht nachgeben, weitermachen, dranbleiben und drück dich hoch. Jawohl. Und die allerletzte Wiederholung, absenken, halten und langsam, langsam hoch und yeah, du hast es geschafft. Bravo! So, und jetzt am Ende noch eine kurze Anleitung, wie du das Training umsetzen sollst. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like und ich sage jetzt schon bis zum nächsten Mal.